Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Foundation. Im Hintergrund läuft währenddessen das Spiel schon los. Und in der letzten Folge haben wir den Wald hier voll gepumpt. Man sieht es hier schon. Viele verschiedene Bäume sind hier mittlerweile wieder angesiedelt. Außer natürlich dort, wo sie noch von davor auch stehen. Ein erstes Minidorf entsteht hier auch, weil sie unbedingt nach Höhe herziehen wollten. So typisch, ne? Die wollen ja überall hin. Und ein neues Dorf entsteht auch hier draußen. Warum sie jetzt auch unbedingt immer dahin wollen, ich verstehe es noch nicht so ganz. Aber wir können ja mal schauen, ob die Zypressen sich was bringen. Wäre natürlich super. Ja, das schaut gut aus. Ich glaube, ich muss da noch was mit denen irgendwie hinmachen, damit die... Da können wir hier unten noch vielleicht so ein paar... Warte mal, wo ist es denn hier? Ja, noch ein paar Zierbäume können wir dazu tun, aber das schaut natürlich... Ne, nicht jetzt Zierbaum... So. Schauen wir, wie das den taugt, wenn wir hier so ein noch schöne Bäume hinsetzen. Und Alter, das Dorf schaut aus, ne? Du siehst dort, wo ich so zwischen noch versucht habe, Gebäude zu pumpen, habe ich einfach ultra viele Bäume hingesetzt. Man sieht, dass das irgendwie gewachsen ist und ohne Plan. Man sieht es ihm einfach an. Fischmittel müsste aber mittlerweile auch genug auf Lager sein, oder? Also, ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen. Wo war nochmal Fisch? Null Fisch? What? Are you crazy? What? Und Geld haben wir auch genügend. Wie geht's eigentlich unseren Soldaten? Ja, so sehe ich wieder natürlich nichts. Warte mal, hier. So. Teilweise verwundet. 40 jetzt ist Maria und Josef. Da viele Level 1, lustigerweise. Sind so viele gestorben beim letzten Krieg? Ich weiß es ja nicht, Aber alle kriegen jetzt mal so, also viele kriegen jetzt mal mittlerweile Speere. Oder vielleicht, weil sie jetzt Soldaten sind, sind sie wieder Level 1 offiziell. In Wirklichkeit sind sie halt besser. Sind ja auch dezent viele hier. Also wenn du dann... Alter, wie viel habe ich eigentlich? Habt ihr denn eigentlich mittlerweile komplett den Verstand verloren? What? Ich habe alle fast mit Speeren ausgestattet auch. Wie geht denn das jetzt? Eieieiei. Hier sind auch mittlerweile zwei Häusle entstanden, ne? Da haben wir auch wieder einen Zypressenwald hingesetzt. Und hier laufen unsere fleißigen Arbeiter durch den Wald. So, der Speicher ist jetzt fertig und der kriegt jetzt hier bitteschön mal den Fisch rein. Und Beeren. Und welches Lager leeren immer auf. Achso, annehmen soll das ja. Und jetzt tun wir hier noch zwei freie Dorf oder drei rein. Dann sammelt sich das schon mal gut. Wie viel ist denn hier im Lager zum Beispiel? Stocket 90. Wo lagern wir jetzt zum Beispiel Holz? Hier. 90 liegt auf Lager. Dann lagern wir jetzt ab sofort aber das Holz hier draußen. Wenn wir eh hier anbauen... Dann tun wir jetzt den hier extra eine Lagerhütte hinstellen. So, hier hin. Weil, weißt du, dann haben sie alles zentral an einem Punkt, wo es nur Holz reinkommt. Da pumpen sie das rein. Und dann tun sie es zur weiteren Verarbeitung schicken. Dann können wir es in den Ort weglassen. Und welchen 11 Leuten fehlt denn bitte schon immer noch eine Wohnung? Macht ihr mich jetzt komplett kirre? Wo wollt ihr denn alle wohnen? Es fehlt an edlen Sachen. Wollte mich verarschen. Wer will denn jetzt auf einmal sowas? Also neben dem, dass ihr die Kirche blockiert, habt ihr doch echt einen Schuss. Hallo. Nicht die Kirche blockieren. Das ist gemein. Jetzt muss ich die bearbeiten. Warte mal, wie mache ich das denn jetzt hier im Schlausten? Ich brauche hier so einen Abschluss. Natürlich beschissen, dass ich dazwischen so einen blöden Turm gebaut habe. Kann man nicht irgendwie sagen, der da muss weg oder so?
Weiß ich irgendwie gesagt, hier nochmal so ein Anschluss. Okay, dann geht's halt hier irgendwie noch weiter. Das ist so der Klosterbereich, keine Ahnung, ich weiß es gerade nicht. Das Teil muss halt nochmal ultimativ viel größer werden. Also die ultimative Kirche auf einmal. So, zack. Das mache ich jetzt mal ausprobieren. Was passiert, wenn ich jetzt wirklich so... Und dann ein Turm dazwischen, oder? Scheiße. Das lasse ich so eiskalt. Baubeginn. Das ist zwar schweineteuer, aber es schaut geil aus. Oh Mann! Was mich interessieren würde, ich muss ja wahrscheinlich jetzt irgendwo auch hier schon dezente andere Sachen herstellen können, oder? Köhler, Käse, Milchbauer. Weil Hopfen kann ich hier herstellen. Ich kann auch so ein Fassal herstellen. Aber es bringt mir ein Fass ohne dem Zeug, was ich da rein tun soll, wie jetzt, keine Ahnung, Luxusgüter halt. Weil importieren will ich die nicht. Die kosten. Die kosten Geld, hallo? Wie schaut eigentlich mittlerweile unsere Brücke aus? Wie fehlt denn? Die fehlt noch 35 Holz. Scheiße. Und die entstehen immer noch mehr Häuser. What? Alter, die gehen ja voll ab. Also das mit der Kirche kriegen wir bald hin. Kleidung verstehe ich mal absolut gar nicht, weil wir haben einen Marktplatz mit zwei Kleidungsständern. Nahrung ist weg, das verstehe ich jetzt noch weniger. Obwohl, wir haben richtig viel Nahrung. Das ist natürlich interessant wieder. Platz, ja, das Problem sind wir angegangen. Und das Luxusgut. Ist das nicht das hier hin? Fällt das unter Luxusgut? ...18 Bier für 450 verkauft. Das wird wahrscheinlich als das gelten, oder? Und weil wahrscheinlich... Ah! Wir haben kein Wildschwein mehr! That's the problem! Dann setzen wir... Mal hier alles. Was ist das denn jetzt? Freischaltung für euch jetzt gesperrt, was? Was ist denn jetzt los? Ich hab keine 10 Bürger mehr, oder was? Hä? Was? Alles kann ich nicht machen. Zack. Ich habe irgendwie es geschafft, Bürger zu verlieren, oder was? What? Wie hab ich das denn hinkriegt? Und jetzt den Forst hier entfernen. Genauso wie das hier alles. Und setzen dort einen Jäger hin. Das ist gleich eine tolle Idee. Eine ganz, ganz tolle Idee das von mir. So. Und dann tun wir ihr Jagdgebiet festlegen und dann sagen wir, das ist alles mal circa Jagdgebiet, ne? Da sollen sie sich schon austoben und können auch ganz gemütlich ihren Zeug machen. So, jetzt brauchen wir nur eine Jagdhütte. Dann müssen wir ganz gemütlich dahin. Jo. Jetzt sollte es auch mit den Brettern langsam wieder laufen. Und dadurch, dass wir jetzt hier eine Brücke haben, ist natürlich eine Verbindung auch schneller da. Was ich, glaube ich, gar nicht mal so dumm ist.
Oh, da arbeiten sie immer noch. Oh Gott, da fehlen Steinblöcke. Leute, haben wir keine Steinblöcke mehr? Wir haben doch zumindest zwei von diesen Deppen hier rumstehen, oder? Alter, Mann! Das gibt's doch gar nicht. Okay, Bürgerliche wollt ihr werden. Ihr wollt Bürger werden und ihr wollt Leibeigene werden. Die wollen Ritter werden. Eine Legende ist geboren. Ich tue mal die Level 5er. Ja, mir sind wieder ein paar Leute abgekommen. Upgraden. Und hier tue ich auch mal einfach so ein paar befördern. Das hat jetzt nicht auch wieder alles freigeschaltet. Ja, ist ja gut. Kann es weggehen, bitte? Danke. Tschüss. Auf Wiedersehen. Oh, jetzt geht es nicht weg. Ich stecke fest. Wo? Ah, gut, mach doch einfach den Baum weg. Steckst doch gar nicht mehr fest. Das wird halt die extremste Erweiterung. So, hier läuft es auch noch. Schauen wir mal, was als nächstes alles gebaut wird. Das wäre gleich sehr interessant zu wissen. Wie schaut es jetzt hier mit den Lagereinheiten aus? Ja, hier liegen 100 Fische jetzt auf Lager. Easy. Zack, zack geht das, du. Zack, 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 zack. Einfach easy und schnell. So, okay, was? Alter, hier fehlt voll viel. Oh Gott, jetzt geht das wieder los. 2 fehlt es an Kirche. 11 fehlt es an Essen. 20 fehlt es an Luxus. Und 11 fehlt es an Kleidung. Wir haben 100, 200 Kleidung auf Lager. Was wollt ihr von mir? Mann. Oh. Das regt einen doch schon wieder auf hier. Mensch, Meier. Das Lagerhaus ist fertig. Perfekt. Dann geben wir schon mal überall Holz an. Damit wir wirklich genügend Holzlagerung hier haben. Und 2 sollen sich darum bitte kümmern. Und hier drin wird der Holzlagerplatz einfach dann gekürzt. Aber das ist ja gerade noch wurscht. Aber hier arbeiten ja doch dezent viele mittlerweile. Ah, warte mal, der da vorne hat gar keine Mitarbeiter so viele, oder? Stimmt, du hast ja gar nicht so viele Mitarbeiter. Mein Freund, warum sagst du denn nichts? Ich sollte mein Handy auf leise schalten, ne? Das wäre vielleicht mal schlau. Und ja, Alter, es fehlt immer noch 5 Leute in Wohnungen. Dann baut doch, ich habe genug ausgewiesen. Hier habt ihr genug Platz noch, das ist alles zugewiesen. Extra für euch Deppen. Ihr sollt bis hier vorne bauen. Soll ein neues Wohngebiet werden. Neues erreichbares Wohngebiet. Alter, es entwickelt sich. Alter. Das ist das nächste große Bauprojekt, was jetzt hier passiert. Die Schafstatue steht auch. Bedeutet, hier werden sich jetzt viele erfreuen an dem, was sie haben. Oder? Das müsste ja voll den Boost, Moralboost geben, oder? Jo, voll. Ich kann jetzt sogar bis hier ausbauen, noch das Wohngebiet. Nice. Schau, wie die das annehmen. Die wollen unbedingt hier wohnen. Ich glaube, ich muss hier noch ein Wohngebiet einsetzen. Schau mal, wie sie auf das abfahren, wenn ich hier jetzt noch sage, okay, die dürft hier auch noch wohnen. Ah ne, warte mal, hier sind die Zypressen. Da solltet ihr eventuell nicht unbedingt wohnen. Die wollen echt auf den Insel wohnen. Warum könnt ihr nicht zentral leben? Bisschen zu Fuß gehen, das tut gut. Wenn beim ganzen Essen hier da. Dann müsst ihr auch mal dazwischen was anderes nehmen, ne? Und das hat natürlich wahrscheinlich wieder keine Prio gehabt, oder? Ja.
Alter, diese Größe ist einfach so unvorstellbar. Ich muss das Zeug eh nach da draußen ziehen. Dann können wir hier noch Dorfbewohner bzw. unsere Hütte hier vergrößern. Damit wir mehr Gold lagern können, uns fehlt echt die Kohle. Ach, schaut, was ihnen alles fehlt. Das gibt's auch gar nicht. So, wir tun jetzt hier mal die Abbauzone auch entfernen, da wo wir jetzt wohnen auch noch. Wir wollen sie ja nicht unbedingt dann stören, wenn sie gerade in Ruhe, weißt schon, zusammen im Bett liegen oder so. Chillen. Da will man sie ja jetzt auch nicht stören, ne? Unbedingt. Ich weiß, ich kann natürlich dann, dass ihr das unbedingt wollt, aber ich bin jetzt nicht so einer, der da so unbedingt gerade nervt. Wie läuft es bei denen hier aus? Läuft schon. Die Werkzeuge haben wir aktuell noch auf Lager. 45, das geht ja noch. Wie viel braucht das Bauwerk? Anscheinend... Hund! Ja, ja, ist gut. Aber Leute, ich würde sagen, das war's auch von dieser Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao!